Hallo, dann begrüße ich euch freudigerweise hier wieder zurück bei Spyro. Falls sich jemand gefragt hat, was ich letztens mal gesagt habe mit den Videos hier, ich habe es rausgefunden. Da war auch eine gewisse Pannenshow. Ich denke, mehr muss ich dazu nicht sagen. Oh Gott. Oh Gott, wo bin ich denn hier wieder gelandet? Das Charakterdesign ist echt skurril. Schnecken, Elefanten und was weiß ich für meditative Typen. Jo. Spyro, da gibt's kein Zurück. Auch über die Schulter schauen hilft da nicht viel. Nichts ist mehr, wie es war, seit unser Zauberbrunnen aus ist. Es würde echt helfen, wenn du herausfinden könntest, was hinter diesem Desaster steckt. Ah, dann mache ich das auch. Wasserhexer sind das also. Was für eine sonderbare Gattung. Und hier, dieses Viech kriegt gleich mal einen von den Kopfstößen ab, die wohl Spyro ja so sehr gut beherrscht. Alter, da ist ein Nashorn-Schneckenviech. Was ist denn hier los? Warum haben hier alle ein Schneckenhäuschen? Bis auf die Affen jetzt zumindest. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Muss vorsichtig sein. Also so ein Schutzschild haben sie natürlich nicht ohne Grund. Mein Feuer könnte es damit abhalten. Aber wie sieht's denn mit dem hier aus? Wow. Kopfstoß. Na, den könnte es nicht ins Gegen setzen. Auch wenn es eigentlich voll die dumme Idee ist, auf das Horn von den Nashörnern den Kopfstoß drauf zu machen. Das kann ganz schön in den Kopf gehen. Ins Auge, sonst wohin. Aber ein Glück, gibt's hier bloß Treffer oder Nicht-Treffer. Wie ich mal sagte, die eine ganz besondere Fassung von diesen ganzen Spielen hier immer in der Realfassung, was passieren würde, wenn man es wirklich so machen würde. Jix. Das wäre echt nicht so toll für Spyro, was da alles als Ergebnis dann rauskommt. So, was schmeißt jetzt der hier schon dafür irgendwelchen Dreck? Headbump. Frösche sind also wieder das Themenwesen dieser Welt, wenn es darum geht, unsere Schmetterlinge aufzufüllen. Dummer Ries. Okay, Vorsicht. Der Riesenelefant hat nicht umsonst eine bestimmte Größe. Ha, war ja klar. Sonst hätte ich mich wirklich fragen müssen, wie es sonst läuft. Okay. Stachelotters gibt es hier auch. Eine Menge Kreuzwesen, wie es hier gibt, wie ich finde. Und vor allem sind die Kreuzwesen alle mir irgendwie immer so feindselig gesinnt. So was mit den Entchen. Verwandeln die sich in ein Gorilla? Nein? Nix? Nada? Nö. Die machen nur einen dummen Tanz im Kreis. Vorsicht, Riesenviech. Riesenviech mit Trampelschaden. Jetzt nicht mehr. Okay. Das sieht immer wirklich nach einer Flüssigkeit aus, in die man wirklich nicht reinfahren sollte. Lila ist immer so eine ganz, ganz besondere freche Farbe. Wow, und das jetzt? Kommt mir das jetzt so vor? Da habe ich Ihnen einen richtigen schönen Slide gemacht. Strange. Was auch immer. Ich rasche durch den Level und knacke alle Sachen. Mit meinem dicken Schädel.
Man muss ja fast sagen, zum Glück hat er so einen Dickschädel. Oder auch so harte Hörner vor allem. Abgebrochen sind sie zumindest kein einziges Mal bisher. Boah, Riesenviech. Der war Spyro ein bisschen aufgeschmissen, wenn die Hörner mal abbrechen würden. Und Kettenschaden, war ja klar. Die Kette wurde aufgelöst. Habe ich jetzt eigentlich hier schon unter die Brücke geschaut? Da waren ja bloß diese bizarren Otter. Ja, die sind wirklich bizarr. Aber ich lasse sie mal nur kurz liegen. Außer natürlich, ich brauche sie unbedingt hier für diesen 20er Counter. Ich glaube sogar, dass der keinen Weg dran vorbeiführt. Wenn denn wirklich so ist, dann mal gucken, unter Wasser ist noch nicht viel mit Feuer spucken, deswegen ist Tackling das einzige, was mich retten könnte. Boing. Und zack. Perfekt, ich hab 20. Zu erzählen haben wir nichts mehr. Na gut. Aber wir sind jetzt sowieso Flux mal eben hier oben. Ich bin ja ziemlich irritiert, dass diese Wasserhexe hier nicht mal ein bisschen mehr von ihren Wasserkünsten hier vom Stapel lassen. Sind auf jeden Fall nicht wirklich hochgeskillt, wie es aussieht. Keine Flutwelle. Wasserstrudel, Tsunamis, alles so Low-Level-Magier hier. Ha, da klippt doch glatt mal ein Korb durch. Sehe ich das richtig? Da hinten ist doch wieder so eine Luftballon. Ja. Oh, sehr interessant. Wie komme ich jetzt an den Luftballon? Das hat sicherlich was mit unserem Typ da vorne zu tun. Vorsichtig. Nicht absegeln. Was mit ihm? Hat er Motorschaden? Ein freundliches Gesicht. Ein Haufen übler Diebe hat die Zündkerzen geklaut. Und ich sitze hier fest. Bitte hol die 4 Zündkerzen zurück. 4 Zündkerzen? Warum denn 4? Wurst, der will wahrscheinlich sowieso nicht stoppen. Aber wie um alles in der Welt ist der hier hochgekommen mit dem Auto? Forscher vom Wegen. Richtig verpeilter Typ, trifft's wohl eher. Also wenn ich jetzt hier in diesem Motorraum da schaue, fehlt ein bisschen mehr als bloß Zündkerzen. Unglaublich. Aber ich beschwere mich mal nicht, weil der hat hundertprozentig natürlich wieder eine Kugel. Wen hatten wir denn da? Flughörnchen? Oh Gott. Hast du einen Spezialauftrag für mich? Oh, Schnarchi? Ich muss eingenickt sein. Harry, je, ich habe wohl den Brunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und erzähl Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen. Okay? Schlafen bei der Arbeit. Ist mal frech, hey, da hinten ist noch einer.
Was ist das jetzt hier schon? Scheint so. Also zumindest jetzt im Sinne von... Ach, stimmt ja. Ich habe jetzt vorhin erwartet, dass ich ein Talisman bekomme, aber... Natürlich, ich kriege kein Talisman mehr, weil ich brauche gar keinen mehr. Der Weg zum Boss ist ja auch schon offen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die wird mich doch auf jeden Fall hier zum Wettrennen herausfordern. Zumindest... Er vielleicht. Ich war mir jetzt nicht genau sicher, aber ich würde ihn doch als eher als er einschätzen. Der Flugkorn. Aber was gondelt der eigentlich hier so rum? Will der wirklich mich nur herausfordern? Ups. Runter mit dir. Muss sicherlich wehtun, von so weit oben hier runter zu fallen. Feuer. Ganz schön einfältig ist, sich mit Spyro einzulegen. Also wir haben ja schon die ganz normalen Bewohner, die wo einen gewissen IQ haben. Und dann haben wir noch die etwas frecheren Bewohner, die wo dann noch weniger IQ haben. Die muss tatsächlich dann auch mit einem Kampf mit Spyro darauf ankommen lassen. Schlecht, schlecht. Wieso machen die das überhaupt? Ich rette hier doch bloß die Welt. Ich rette ihre Welt. Eigentlich dürfte mich hier gar nichts eingreifen. Wenn man nach derer Logik zumindest geht. Und zack, zack, zack. Und zack. Da sind echt mehr von denen. Die soll ich mir alle schnappen. Okay, okay. Wow. Wie gut ich den immer genauso ausweiche, dass sie mich nicht treffen, aber ich ihnen dann doch zack den Stoß versetzen kann. Finde ich ja sehr praktisch so. Ich würde mich mal interessieren, ob diese Flughörnchen oder wer auch immer das da ist, sagen wir mal, eine Bekannte oder ein Bekannter ist vom unseren Herrn Jägerfreund. Zumindest würde ich jetzt im ersten Augenblick jetzt mal so sagen, dass die zumindest einen ähnlichen Stil haben. Sagen wir so. Sind doch dann hundertprozentig dann auch die Zündkerzendiebe. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Eng anliegen und... Feuer! Aufpassen, wo er hin will. Feuer! Nein, doch nicht ganz. Die wollen jetzt alle auf den Rundkurs darauf anlegen. Wie sie meinen. Aber sie sollen sich gefälligst... Genau. Haha. Praktischerweise schwebt es auch mir schön entgegen, die Zündkerze. Es sind eben magische Zündkerzen. Und wir wissen alle, mit Magie geht alles besser. Professor? Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Extra-Ei? Professor, du bist aber hier ein bisschen falsch. Ach so meinen sie das.
Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann kriege ich denn hier mal irgendwas, was ich spucken könnte, um diese eine Flasche da oben hier runterzuholen. Jetzt weiß ich's. Weil jetzt habe ich sie. Das wollte ich gerade eben schon sagen. Professor ist eigentlich hier im falschen Spiel. Die Eier kommen dann in Spyro 3. Aber er meint natürlich, dass ich es als Wurfgeschoss benutze. Wow. Oder bin ich? Moment mal. Moment mal. Ich dachte also schon, dass ich damit das hier knacke. Ich muss bloß ein bisschen höher halten, wie es aussieht, weil die haben doch nicht ganz so viel Zunder, die Eier. So, ich kann nicht höher. Zack. Schund. Ich glaube, das ist baden gegangen, das Ei. Ich habe nichts gemacht. Du bist mein Zeuge. Oder du bist ein Zeuge. Jetzt kriegst du das Dicke. Ich muss mich mal reorganisieren, wenn er hier so rumhüpft in der Weltgeschichte. So, jetzt kriegt das aber dick. Ja. Sobald ich ihn hinterherkomme, kriegt das dick. So, jetzt kriege ich schon ein bisschen mehr. So ganz reicht es noch nicht. Aber ich bin ganz nah dran, ihn zu zäckeln. Och Mist, das war knapp. Ja, ich muss die flambieren. Hilft nichts. Hier krass austricksen. Naja, so richtig funktioniert das nicht wirklich mit Austricksen. Hier den Absprung richtig schaffen. Schön hinterher bleiben. Hinten dran. Und jetzt. Jawohl. Aufs Korn genommen. Oder aufs Horn, genau. Genommen. Und jetzt nochmal zurück mit der Story mit dem Ei. Doch kein Wurfgeschoss. Das wundert mich jetzt sehr stark. Für was ist es denn dann gedacht? Ich werde mal ganz kurz hier Richtung Professor schauen. Da hinten ist er. Kannst du mir noch ein Ei geben? Mensch, wie ich meinen Bleistift brauche! Willst du nochmal mit einem neuen Ei anfangen? Ja. Gib mal her das Ei. Da ist noch ein Ei. Du kannst es nicht direkt gegen einen Bleistift tauschen, weißt du? Ach so, das ist hier eine, so eine Tauschsache. Okay, dann wollen wir doch mal logisch überlegen. Wer möchte alles ein Ei haben? Fangen wir doch einfach mal mit den Kandidaten hier an. Möchtest du ein Ei? Nö. Was ist das eigentlich da oben? Sieht aus wie so ein Korb. Ist natürlich jetzt doof, aber wenn ich jetzt hier das Ei immer dabei habe, kann ich gar nicht so richtig ihm hier folgen. Ernsthaft? So einen kleinen Kreisel macht der? Dann donner ich ihn doch gerade mal in die Seite rein. Ein bisschen trickreich scheint er zu sein, zumindest hin und her, aber pff. Da hat er wohl nicht mit der Feuerreichweite gerechnet. Okay, zurück zu dieser Tauschgeschichte. Wir können uns zwar wahrscheinlich am Ende kein Pico-Ron-Schwert ertauschen, aber ich bin auch damit zufrieden, wenn ich am Schluss ein Kügelchen bekomme. Noch so ein Topf. Was hat es eigentlich hier mit diesen Töpfen auf sich?
Sicherlich alles Teil des Tauschgeschäftes, aber tauschen bringt... Oh! What the? Verdammter kleiner Typ. Habe ich jetzt ein bisschen schlecht reagiert, sonst hätte ich ihn gleich verkugeln können. Also recht viele Leute habe ich ja nicht zum Tauschen. Wie schaut's mit dir aus? Möchtest du ein Ei? Nein? Wie jetzt? Tauscht keiner ein Ei her? Du vielleicht? Es ist sinnlos ohne alle vier Zündkerzen, fürchte ich. Äußerst interessant. Ach so. Wie wär's, wenn ich das Ei... Haha. Macht ja eigentlich auch Sinn, wenn man dem Vogel hier sein Ei entweder zurückgibt, beziehungsweise ein anderes zusteckt. Kuckucksding oder sonst was. So, dann lasse ich ihn doch gerade mal für mich arbeiten. Und das meine ich jetzt eher so im Sinne von... Lalalala. Boing. Wofür sich die Arbeit machen, wenn er doch eh im Kreis läuft. Juhu, ich bin wieder im Geschäft. Hier, junger Drachenfreund, nimm das. Es hat Museumswert, aber du verdienst es. Dieser Bursche. Der könnte ruhig mal dieses Pfeifen einstellen. Ich habe ihn schon längst bemerkt und auch schon längst geholfen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich das Elfenbein von diesen Biestern bekomme, bevor sie verschwinden. Elfenbein? Oh, einer von den fiesen Typen. Ein fieser Elfenbeinjäger. Gleich mal weg hier, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. So, jetzt gehe ich mal hier in Richtung dieses Korbes. Weil es macht doch Sinn, den Apfel in den Korb zu stecken. Ah. Quietscheentchen. Ist echt ein lustiges Tauschgeschäft hier, wie ich finde. Eine hübsche Pflanze. Das war wieder bestimmt so eine Zauberbeere. Und Spyro nimmt natürlich alles in den Mund. Dass das keiner in den falschen Hals kriegt übrigens. Macht doch absolut Sinn, einer gewissen Entchenfamilie hier noch ein Entchen hinzuzufügen. Ja, wer? Bist jetzt du? Sieht aus wie ein Radieschen? Was mache ich denn mit einem Radieschen? Bei den Kochtopf da oben stecken, den wo ich da vorhin mal gesehen habe. Dadurch, dass es recht wenig andere Optionen mittlerweile gibt. Ja. Dann hau ich das Radieschen in die Pfanne. Nein? Nochmal ein Lock-on-Tag. Check, check, check. Doch. Aber hat er das jetzt so viel Sinn gemacht, Radieschen hier reinzuschmeißen? Zum Glück kann man das doch irgendwie schlussfolgern. Aha, Mütze. Und die Mütze kriegt... Oh Gott, wer kriegt die Münze? Wie viele Behältnisse haben wir denn noch, wo man irgendwas reinspucken könnte? Ach natürlich, macht ja Sinn, die Münze im Brunnen zu versenken. Soweit ich jetzt auch das noch richtig weiß, sind diese Münzen auch übrigens ein Cameo-Auftritt von einem von diesen Entwicklern hier, von Insomniac Games. Weiß jetzt nicht genau, welche das war, aber interessant zu wissen. Der hat das ja
diese Dinger ja öfter gemacht, glaube ich, auch später bei Ratchet und Clank Sachen. Ziemlich dezent. Aber wenn man mal darauf aufpasst, interessant. So, und jetzt haben wir hier endlich das letzte Ding, um das Tauschgeschäft abzuschließen. Und Bleistift. Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, Elora glaubt, dass ich sie verlieren werde. Der Stift ist bestimmt voller Sabber. Ein Glück weiß er das nicht. So, jetzt. Die Stage ist, glaube ich, noch nicht komplett so fertig. Weil mir fehlt irgendwie noch so... mal eben ein 10er. Oder 2 5er. Oder 5 2er. Oder 10 einzelne. Aber ich bin... ich rechne sehr stark damit, dass mir 2 5er fehlen. Die da in dieser Vase da sind. Aber wie kriege ich die? Achso. Macht ja eigentlich... sau viel Sinn, wenn ich das so mache. Haha, und haha. Oh, oder doch ein Zähne. Egal. Zaubersumpf. Abgeschlossen. Findest du dich nicht toll? Schnarchi. Also die Namen in solchen Jump'n'Runs immer. Echt krass, wenn man so einen Namen hätte. Jetzt wird er nicht mehr so leicht schlafen gehen. Mit so einem Gong. Oder auch. Oder doch. Manchmal kann man gewisse Gewohnheiten eben doch nicht ganz so einfach abtrainieren. Aber ich formuliere es mal so. Da muss man halt ein bisschen Druck aufbauen. Ah. War so Einzelteile, die wo ich letztes Mal noch übersehen habe. Gut, dann positioniere ich mich gerade mal hier in Richtung nächsten Level. Ich habe schon im Hinterkopf, dass ich hier hin möchte. Schlitter, die Schlitter, die Schlitter. Und? Er muss nur mal aktivieren. Es ist ein großer Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Jo. Der Wolkendämpfer darf sein. Seid ihr auch gespannt auf den Wolkentempel? Dann rate ich euch dazu, in der nächsten Folge gleich wieder vorbeizuschauen. Denn hier ist Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Hier bei Spyro, The Gateway to Glimmer. Bis dahin, macht es gut.